So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Saphir in der Randomizer Nastro Challenge. Im letzten Part haben wir ein paar Flussrouten quasi gemacht, oder Meeresrouten. Und nun geht's ja auch mit weiter. Außerdem haben wir ein wunderbares Ditto gefangen, was meine Freundin hoffentlich sehr freuen wird, denn sie liebt Ditto, ist ihr absolutes Lieblings-Pokémon. Von daher hoffe ich, dass sich die Wogen jetzt geglättet haben. Sie wollte meine Let's Plays nicht mehr schauen, weil ich einst in der Silber-Nuzlocke ein Ditto leider killen musste. Aber was soll's. Warum lieben Männer Bikinis nur so? Sie starren alle mein Bikini an. Natürlich, den Bikini. Ei, 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 das wird sich Game Freak aber heutzutage auch nicht mehr trauen, so. Zumindest nicht auf diese Art und Weise, würde ich behaupten. Psycho gegen Psycho. Können wir machen. Können wir auch sein lassen. Wir machen's mal. Okay, ist nicht sehr effektiv. Ich dachte, das wäre effektiver. Da ist die Kopfnuss wahrscheinlich von ihm effektiver. Von daher gehen wir einfach mal auf Tarantino und scheppern ihm einen Biss rein. Ich denke, das sollte die Wogen glätten. Aussetzer kannst du von mir aus machen, wenn ich noch nichts eingesetzt habe. Kannst du es gerne machen. Danach bitte nicht mehr. Oh. Macht ihn gar nicht komplett weg. Macht ihn gar nicht komplett zunichte. Aber der sollte ihn zunichte machen. Dankeschön. Na gut. Wunderbar. Alle ein paar EP. Ich bin erledigt. Das ist toll für dich, denke ich. Toll für mich, besser gesagt. Oh, hier wollen sie es aber wissen. Die See, soweit ich mit den Augen sehe. Das Meer macht mich krank und müde. Verständlicherweise. Also, mich macht das, also, wir werden hier wahrscheinlich noch zwei, drei Parts hängen. Also, macht die mich auch ein bisschen träge, würde ich behaupten. So, das ist ja ein Kampf-Psycho-Pokémon. Ich hoffe, er hat Kampf-Pokémon. Dann können wir die wegscheppern, sonst wird schwierig. Kraftreserve ist hoffentlich kein Unlicht. Ich glaube, Kraftreserve ist immer Kampf von den NPCs. Ne? Ich bin irgendwie, ich glaube, Kraftreserve in-game hat immer einen bestimmten Typen, weil das ja nach EVs und DVs und sowas geht. Und ich glaube, die hat in-game immer von den NPCs einen bestimmten Wert. Und das sind natürlich Psycho-Pokémon. Natürlich, was auch sonst. Wäre auch zu schön gewesen, hätte ich das einfach so machen können, ne? Der Kopfnuss kommt und boah, macht einigermaßen Schaden. Aber ich sag mal, den Schaden können wir begrenzen. Oder er wird jetzt nicht ultra viel machen hier. Er wird jetzt nicht reinhauen, so dass ich Tarantino nicht mehr einsetzen kann. Nö, das war schon in Ordnung soweit. Wunderbar, ein paar EP und auch ein Level-Up. Bah, ja, bah. Sage ich auch zu dir. Und sie noch, bitte. Hey, Engelchen, warte, wir sollten kämpfen, du und ich. Hast du mich gerade Engelchen genannt? Ich sag mal, hackt's bei dir? Hackt's bei dir vollkommen? Nämlich nicht Engelchen, wir kennen uns gar nicht. Aber okay. Ich akzeptiere dein Verlangen nach mir. Dein dürstendes Verlangen nach meiner Person. Ich verstehe das. Niemand kann genug von mir kriegen. Wäre jetzt natürlich schön, hätten wir Dings an erster Stelle. Dings, ja, Ampharos natürlich. Watson, aber sollte nicht sein. Notsituation kann fies sein, wenn wir den auf wenig EP runterhauen, aber Koi macht kurz einen Prozess und macht einfach einen Volltreffer. So können wir es auch stehen lassen. So können wir das auch stehen lassen. Und Togetic. Ja, ich habe gerade mit Togekiss verwechselt, aber den gibt es hier ja noch gar nicht. Togekiss gibt es ja noch gar nicht. Von daher, alles in bester Ordnung, würde ich behaupten. Macht mir rein theoretisch recht wenig aus. Ich dürfte auch nicht mal einschlafen, weil der Kampf ja gleich vorbei ist. Von daher, ganz gut soweit. Dass es dann nicht mehr eingeschlafen wird. Du bist stärker, als du aussiehst. Ich bin stark und ich sehe auch so aus, würde ich sagen. Würde ich jetzt mal behaupten. Naja, gut. So, und ich hier oben nehme auch mit. Das Meer wäre mit vom Pokémon. Es ist nicht leicht, hier zu schwimmen. Na, dann schwimm halt woanders, du. Dann schwimm halt nicht, also ich würde ja auch nicht mitten im Meer schwimmen. Also halt im Meer grundsätzlich schon, aber halt nicht so irgendwie weit weg von allem abgelegenen, allem, was mir heilig ist, gefühlt, ne? Also das wäre mir zu gefährlich irgendwie, wenn ich da schwimmen würde, wo die schwimmen. Irgendwo abgeschieden, irgendwo nirgendwo. Im besten Fall hast du keinem, nicht mal irgendwie was zum, falls du doch mal schwächeln solltest, was zum Festhalten, nicht mal irgendwie ein Felsen oder so, nicht mal irgendeine Bucht, weit weg von der Zivilisation, ne, das würde ich nicht machen, also so weit rausschwimmen würde ich niemals im Leben, vor allem wenn hier Pokémon und was das sind, Pokémon, die von Trainern aufgezogen wurden, sind sehr stark, stell dir mal vor, du kriegst da so ein Hydro ins Bein, stell dir das mal vor,
Das wäre ja nicht schön. Das wäre schrecklich für dich und für alle anderen. So, da Jackson und Dings noch bei bester Gesundheit sind, setze ich die mal an erster Stelle, um diesen Doppelkampf zu spreiten. Ich gebe zusammen mit meiner Schwester mein Bestes. Na dann, zeigt mal, was euer Bestes ist. Mein Bestes ist mein Team. So viel steht fest. Lorblatt und Topspross. Das ist gut, da haben wir wenigstens einen Encounter gegen und einer, der es resisten kann. Von daher erstmal das Lorblatt weg, würde ich behaupten. Wobei, ich glaube, das Lorblatt können wir mit Dings alleine weghauen und Kopfnuss kann dann gegen Hauptspross gehen. Und das haut's auch vollkommen aus den Latschen. Na dann hat sich doch alles erklärt eigentlich, ne? Das Lorblatt jetzt noch seinen Reflektor rausholen, kann er von mir aus machen. Sollte nicht so dramatisch sein. Ich sag mal spätestens nach der Kopfnuss. Nee. Oder nach dem Aeroass dann im Nachhinein noch, sollte er auch von dannen sein. Mal schauen. Irgendwie macht meine Aufnahme gerade komische Ausschläge. Ich hoffe, das hört gleich auf. Ich hoffe, diese Aufnahme ist soweit in Ordnung, was die Soundqualität angeht, weil ich sehe gerade in Order City macht es ganz merkwürdige Ausschläge, so was den Rauschpegel angeht. Hoffen wir aufs Beste. Ich werde es ja wahrscheinlich so gut wie möglich rausgeschnitten haben dann im Endeffekt. Es wird schon passen. Okay, da gehört der Rauschpegel auch auf so ein bisschen. Das war wahrscheinlich mein Laptop, der ein bisschen gefahren ist. Meine Schwester und ich gaben unser Bestes und haben doch verloren, der sich ein bisschen hochgefahren hat. Aber wir sind im Flossbrunnen. Das heißt, wir können hier einen Encounter fangen und uns auch mal genesen auf jeden Fall. Ja, uns auf jeden Fall mal genesen und hier mal so ein bisschen die Gegend anschauen. Muss ja auch mal sein, ne? Haben wir wenigstens mal wieder einen Ort erreicht, ein bisschen Zivilisation, muss ja auch sein. Ob man es glaubt oder nicht. Wunderbar. So. Welche Farbe hat dein Trainerpass? Meiner ist kupferrot. Das kann man auswählen. Flussbrunn schwimmt auf einer Kolonie von Corazon. Glaubst du mir das? Die armen Corazon, würde ich sagen. Man sagt, die Vorfahren der Menschen im Flossbrunnen wurden an Bord von Schiffen geboren, lebten und starben auch dort. Diese Lebensart ist verständlich, denn sie waren auf der Suche nach etwas. Nach etwas Liebe? Oder was? Nach was waren sie denn auf der Suche? Schau mal, ist das nicht hübsch? Die Häuser stehen auf dem Wasser. Ich wurde hier geboren. Ist schon eine schöne Stadt irgendwie. Das Volk vom Flossbrunnen fischt und taucht. Das gehört zu ihrem Leben. Ist schon irgendwie eine interessante Stadt, so komplett einfach fernab von der Realität gefühlt. In der Höhenregion gibt es drei Pokémon, die Stärke von Gestein, Eis und Steine produzieren. Man sagt, sie verstecken sich in Höhlen vor den Augen der Menschen. Diese Geschichte wurde mir als Kind erzählt. 6 Punkte öffnen 3 Türen. Mein Großvater sagt das immer, aber ich habe keine Ahnung, was bedeutet. Ah, hier erfährt man ein bisschen was über die Regi-Geheimnisse. Aber die Regis werden wir, glaube ich, nicht angehen, würde ich sagen, weil das ist mir dann doch zu doof, diese Rätsel zu machen. Die Menschen sagen, sie hätten ein Pokémon über Höhen fliegen sehen. Fliegt das die ganze Zeit über herum? Muss es sich nicht ausruhen? Das ist dann wohl Rayquaza. Ein Himmels-Pokémon. Woher kommst du? Ja, Stadt. Davon habe ich ja noch nie gehört. Ja, ich komme aus Ja. Ich kann einfach nur Ja oder Nein antworten. Woher kommst du? Ja. Auch nicht schlecht. Flussbrunnen. Für die Morgensonne ein Lächeln, auf das Meer zaubert. Auch wie schön. Och, ist das nicht das allerliebste? Ist auch ein kleines Städtchen, da sind wir ruckzuck durch. Da können wir auch gleich die weitere Meeresroute noch haben. Ich bin die wichtigste Person des Pokémon-Fanclubs. Ich bin der kleine Bruder des Vorsitzenden. Ich genieße ja die Ferien mit meinem Pokémon. Ja, das tue ich. Ja, dein Pokémon. Es mag dich offensichtlich sehr. Ein derart liebevolles und wunderbares Pokémon verdient eine TM wie dieser. Ist bestimmt Rückkehr, oder? Ist möglicherweise Rückkehr. Wenn ein Pokémon dich sehr mag, wird die Kraft von Rückkehr verstärkt. Wenn es dich nicht mag, wird die Kraft von Frustration verstärkt. Ja, ist Rückkehr. Okay. Und wenn es mich nicht leiden kann, kriegt man eine Frustration? Wäre mal interessant zu wissen. Im Meer zwischen Flossbrunn und Carrotport City befinden sich reißende Strömungen. Wenn du dort sehr fein sitzt, kann es sein, dass du fortgetrieben wirst. Okay. Na gut. Ist das ein Pokédex? Hast du schon viele verschiedene Pokémon getroffen? Ich wollte, ich wäre du. So viele habe ich gar nicht getroffen, muss ich sagen. Alle Trainer, willst du Pokémon mit mir tauschen? Da ich im Flossbrunn lebe, kann ich nur bestimmte Pokémon fangen. Blubella, das ist das Pokémon, ich gebe dir mein Corazon dafür. Nein, danke. Tja, ich bin nicht enttäuscht, ich wollte kein Corazon, um ehrlich zu sein. Also Nieserchen, nee, Corazon. Corazon wird erst ab der 8. Gen wieder cool, also ein Schwertschild. Vorher nicht. Wundereiland, diese Insel ist sichtbar oder nicht sichtbar. Das hängt vom Wetter ab, das Vater Morgan glücklich macht oder nicht. Oder verschwindet die Insel tatsächlich manchmal?
werden wir niemals finden, aber okay. Ich kann Wundereiland heute nicht sehen. Naja, gilt an manchen Tagen, dass man es da sehen kann irgendwie, aber frag mich nicht, nach was das berechnet wird oder wodurch das kommt, dass man da mal hin kann und mal nicht. So, können wir hier so einen Encounter fangen? Ja, können wir. Wunderbar. Ist natürlich verlockend, nochmal ein Kanimani zu fangen, aber nein, ist Dupes, von daher darf ich mir aussuchen, dass ich es nicht fange. Wäre aber natürlich verlockend, aber wahrscheinlich hätte ich es eh nicht fangen können, aufgrund Fangrate so. Halt, weil die Fangrate der Starter ist ja doch ein bisschen niedergesetzt, sage ich mal, ne? Teilweise. Meine Güte, jetzt komm hier. Komm ein Pokémon angeflogen. Und dann ist es nur noch Makanimani. Also was heißt nur noch Makanimani, aber ich würde gerne ein neues Pokémon fangen. Nichts für Makanimani, aber ich möchte dann doch Variationen reinbringen. Ich meine, du hattest deine Chance, du warst eine super Sache, aber hä? Also ich verstehe wirklich die Angelmechanik nicht von der Superangel. Muss ich da jetzt tippeln oder einmal drauf drücken oder wie ist das? Hä? Also jetzt mal ehrlich, ich versuch's jetzt mal mit Eimer draufdrücken nur. Hä? Ich versteh's gerade wirklich nicht. Also ich tippe gleich mal so ein bisschen im Rhythmus, aber verstehe ich nicht, sorry, aber irgendwie verstehe ich die Angelmechanik nicht mehr. Ich verstehe sie nicht. Ha, wir gucken noch einmal mit Surfen, was wir hier kriegen können und sonst lassen wir es halt bleiben für Flossbrunn. Dann ist es halt. Okay, das ist Hopschross. Naja, gut. Ne? Naja, gut. Naja. Wir versuchen es mal zu fangen. Kriegt sogar ein Nestbein nur. Weil es mir so wenig wert ist, muss ich sagen. Naja, man bleibt gleich drin. Immerhin scheut es sich nicht. Hopschross, wie nennen wir es? Eine Blumenlady. Ah, ich weiß seinen Namen. Hopschross lässt sich vom Wind treiben, wenn es bemerkt, dass ein Sturm aufkommt, verbindet es seine Blätter mit anderen Hopschross, damit es nicht davon geweht wird. Bekannt aus Hereditary nennen wir es nach Florence Puff. Die Hauptdarstellerin aus Midsommar spielt übrigens auch im nächsten Black Widow Film mit. Und wer Midsommar gesehen hat, der versteht vielleicht meine Assoziation zu Pflanzen-Pokémon dazu. So, raus aus der Rude 132. Ach, ich verstehe, was hier vor sich geht. Okay, hier sind Strömungen. Ich weiß gar nicht, ob wir dann hier langkommen. Um ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht so genau. Aber wir probieren es natürlich. Jurob ist unser Encounter für diese Route. Na gut. Jurob ist cool, aber gut, mittlerweile hat sich unser Wasser- und Eisproblem auch mal gelöst, würde ich sagen. Von daher, ich hätte noch gerne einen coolen Drachen, muss ich sagen. Das wäre noch sowas, was mich erfüllen würde. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Jurob jagt unter der frostigen Oberfläche des Eismeeres nach Beute. Zum Luftholen schlägt es mit dem vorstehenden Teilen seines Kopfes ein Loch ins Eis. Eine weibliche Robbe, Meerjungfrau. Meerjungfrau, wir nennen es nach Zendaya, weil ich glaube, die soll doch Dings hier, ja, Ariel in Zukunft spielen, ne? Auch bekannt aus beispielsweise The Greatest Showman oder der neuen Spider-Man-Trilogie. Bisher noch zwei Teile, aber wird ja eine Trilogie, sorry. Ja, passt schon. Weibliches Rüppchen kann man danach benennen, denke ich mal. So, machen wir dich hier noch. Ich versuche mich von den Strömungen fernzuhalten. Vielleicht schaffen wir die Wasserrouten heute sogar. Mal gucken. Dann können wir im nächsten Part schon in Richtung Cenerowel. Wäre ja auch gar nicht so verkehrt, oder? Wäre ja gar nicht so verkehrt, wenn wir das machen könnten. Schneckmark. Naja, gut. Wir hätten eine Antwort darauf, aber ich habe jetzt keine Lust zu wechseln, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Habe jetzt keine Lust zu wechseln. Von daher machen wir es einfach mit den einfachsten Mitteln und hoffen auf das Beste. Ja, komm, siehst du mal, das geht doch auch ruckizucki hier. Geht doch auch ruckizucki, ohne große Beschwerden. Okay, Igelava könnte vielleicht zwei Hits vertragen. Und fängt sogar an mit Angreifen wegen Ruckzuckhieb, aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Ja, sag ich ja, Fall trägt wahrscheinlich sogar zwei Hits. Aber das ist auch in Ordnung soweit. So, weg mit dir. Dankeschön, beehren Sie uns bald wieder. Und wir halten EP, wunderbar.
Oh, bitte nein. Oh, bitte doch. Ganz bitte doch. Auf jeden Fall. Ich müsste nochmal gucken, auf welchem Level die Pokémon des nächsten Leiters sind. Dass ich da vielleicht nochmal so ein bisschen Anpassung vornehme. Eventuell auf Level 45 trainiere so. Ich weiß jetzt wirklich nicht, auf welchem Level die sind. Von daher müssen wir mal schauen, ne? Dass wir dann nicht zu weit überleveln. Wir kommen auch hier auf Rudo 133 und was weiß ich und hast du nicht. Und wir werden einfach weggeschickt wie sonst was. Aber hier haben wir noch ein Pokémon offen. Von daher gucken wir hier erstmal nach, was wir hier fangen können. Ah ja, wir haben ja noch einen Schutz aktiviert. Das ist natürlich ein bisschen semi-produktiv, aber es macht ja nichts. Eventuell mache ich die ganzen Trainer hier auch offscreen einfach. Dann als Training teilweise. Weil, ich sag mal, wollen wir wirklich jeden scheiß kleinen Mini-Trainer hier sehen? Weil ihr seht jetzt selber, die sind jetzt keine Herausforderung. Hat die Strömung dich hergebracht? Das ist ein Schicksal. Lass uns kämpfen. Weil die meisten sind ja jetzt wirklich keine Herausforderung. Und wenn sie mal eine Herausforderung sind, dann wechseln wir halt einfach und haben was Effektives in der Regel dagegen. Hier werde ich jetzt einfach zu Sejong wechseln und gut ist es, ne? Von daher müssen wir mal schauen, wie ich es handhabe letztendlich. Zwei Winter ein bisschen dumm, aber ist sehr effektiv, aber nicht sehr. Aber macht jetzt auch nicht wahnsinnig viel aus, muss ich sagen. Kannst du sogar nochmal Felsgrab einsetzen. Ist nicht so dramatisch, muss ich sagen. Ist nicht so dramatisch. Hätte schlimmer sein können, ne? Steins-Pokémon können aber fies sein gegenüber Sejong, darf ich nicht vergessen. Darf ich nicht vergessen. Wenn jetzt irgendwas krasses an Gestein-Pokémon kommt, muss ich eventuell doch auswechseln. Aber das ist ein Psycho-Pokémon, der rein theoretisch Psychokinese könnte und die will ich, um ehrlich zu sein, in dem Zustand nicht mehr abbekommen. Von einem Kadabra. Von daher. Sehr dürfte doch nicht treffen. Dann auf Dings. Auf Hundemon. Aufgrund der. Okay, trifft eh nicht mehr. Aufgrund meiner Resistenz bzw. meiner Immunität dagegen. Ja, Level 41 für Sejong. Freut man uns doch drüber. Stark, viel zu stark. Ja, ich bin ein starker Kerl. Ja, ich bin ein ganz starker, feiner Kerl. Ich will mal kurz was gucken. Karte Höhen. Route 132. Achso, wir sind schon auf Route 133. Route 132 haben wir. Route 132 was gefangen. Ich bin gerade selber ein bisschen raus, aber ich glaube, wenn, dann war es nichts Weltbewegendes. Sorry. Aber wir machen jetzt hier noch die Routen zu Ende und dann beende ich den Part, würde ich sagen. Ja, da fängt auch der Schutz nicht mehr, das ist gut. Dann können wir jetzt hier unser Encounter fangen. Es sei denn, der nächste Encounter ziert sich, dann müssen wir. Ja, ist wieder kein Banner. Sei ja nicht, dein Counter ziert sich, dann müssen wir eventuell überlegen, ob wir da nicht nochmal einen Cut setzen. Aber ich habe eigentlich vor, jetzt die Wasserrouten hier so schnell wie möglich abzuhaken. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ohne hier alles zu machen, um ehrlich zu sein, weil. Kein Bock. Kein Bock auf die Wasserrouten. Wirklich nicht. Ja, wenn hier nur Kanivana kommt, dann ist mir jetzt auch scheißegal, sorry, aber. Da gehen wir jetzt weiter über die Strömung und hoffen, dass uns dann irgendwie noch was anderes anfällt vielleicht. Okay, hier ist schon Route 134, never mind. Aber jetzt kriegen wir hier. Na, Geweiher. Ich glaube, auf diesen Routen bekommen wir nichts Gescheites mehr. Also vergessen wir es eventuell. Vorher noch diesen Trainer raus. Ist wahrscheinlich der letzte, den wir jetzt mitnehmen. Oder sie hier. Sie nehmen wir mal noch mit und dann ist gut. Meine Liebeskost möchten ihren Spaß bei einem Kampf haben. Machst du mit? Na klar, und wenn dieser Part jetzt mal eine halbe Stunde geht, dann ist das auch in Ordnung soweit. Dann ist das auch in Ordnung für mich. Gucken ist wieder mal ein gutes Pokémon vorne. Können wir schnell mit Aeroas wegklappern. Ihre Pokémon hoffentlich. Ja, müssen wir mal schauen, dass wir da eventuell dann auch offscreen ein bisschen trainieren. Also dass ich offscreen ein bisschen trainiere vor dem nächsten Arena-Leiter, weil. Ich muss mal gucken, auf welchem Level sein höchstes Pokémon ist und dann entscheide ich mich danach, wie wir fortfahren, sag ich mal. Aber ich sag mal, ich könnte hier noch alle Trainer machen, wenn ich wollte, aber sehe ich das im Endeffekt auch? Ich glaube nicht. So, zwei Attacken sollten reichen, oder drei zumindest. Lilip ist mal wieder ekelhaft, aber das kennen wir ja. Dass Lilip mal wieder keinen Bock hat. Hm, vielleicht reicht's gerade so. Ja, natürlich reicht es gerade so nicht.
Das war ja mal wieder typisch für mich. Das war ja mal wieder typisch für meine Verhältnisse. Ja, aber was sollte der... Das wäre uns sehr gefährlich jetzt noch. Drachentypen wären nicht mehr so gefährlich tatsächlich. Ich wüsste nicht, was uns noch gefährlich werden könnte. Hupsi. Ja, hupsi dupsi. Sehe ich genauso. Ich wüsste auch nicht, was uns jetzt noch gefährlich werden sollte beim Arena-Leiter so. Ich meine, wir haben, glaube ich, eine ganz gute Abdeckung gegenüber allem momentan. Von daher gehen wir einfach mal nur noch zu Route. Also bis wir an Land kommen und dann haben wir das erledigt, würde ich sagen. Gucken, ob wir hier noch was Sinnvolles fangen können. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, dann nehme ich diese Routen einfach raus aus meinem Plan und ist dann halt so. Ja, Gravelport haben wir erreicht. Wir können ja nochmal kurz gucken, ob wir noch was Sinnvolles, Gescheites fangen können. Und sonst haben wir die Wasserrouten soweit halt abgeschlossen, würde ich jetzt so behaupten. Ich werde die dann wahrscheinlich auch Screen einfach nutzen, um halt noch ein bisschen meine Pokémon hoch zu trainieren. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich damit tun sollte. Ja komm, jetzt finden wir auch kein gescheites Pokémon mehr. Stattdessen legen wir im nächsten Part wieder aus Moosbach City los und dann zeige ich euch, wie man 18 Nero willkommt. Mittels des Surfers. Mittels Taucher meine ich. So, ich will sagen, fliegen wir mit Kunis hinüber. Nein, halt fliegen. Ist auch gar nicht. Ich glaube, es kommt erstmal die Arena, bevor hier das Story-Finale kommt, ne? Also dann sage ich schon mal, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn es ist, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kommentar ist auch gern gesehen. Und um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin sage ich Tschüssikowski, euer Flastivi. Bye, bye.